Hallo und herzlich willkommen zur thematischen Einleitung in den Videokurs Materielles Ungleichgewicht. In diesem Video möchte ich euch ein wenig näher bringen, was genau wir besprechen und was ihr lernen sollt in diesem Kurs, um so eine kleine Checkliste aufzubauen, die wir am Ende dann abhaken können und nochmal prüfen können durch Aufgaben in dem Kurs, wo auch Videos zugemacht werden. Genau, das ist der Plan und ich nehme mal das Brett zur Hilfe, um euch ein wenig zu zeigen, was genau wir in diesem Kurs besprechen wollen. Wir wollen uns einerseits eben Ungleichgewichte anschauen, wie Dame gegen zwei Türme. Und das natürlich nicht aus einer Seite und einer Perspektive, sondern wir wollen uns anschauen, wie spielt man solche Stellungen mit der Dame und wie spielt man solche Stellungen mit dem Turm. Das heißt, am Ende des Kurses solltet ihr verstanden haben, zumindest grundlegend, wie man mit diesen Figuren spielt, worauf zu achten ist. Ich werde euch da auch natürlich ein paar Regeln an die Hand geben. Das zu Dame gegen zwei Türme, also das ist das erste Ungleichgewicht, was wir uns anschauen werden in diesem Kurs. Das nächste wäre dann Qualität und zwei Bauern, aber was wichtig ist mit Läufer, weil das ist das zweite Ungleichgewicht, aber im dritten Ungleichgewicht geht es darum, Qualität und Bauern mit einem Springer. Ich wollte das in zwei Themen untergliedern, weil das, glaube ich, ein bisschen besser ist. Weil Springer spielt man ja doch ein bisschen anders als mit einem Läufer und es ist auch wichtig, dann mit dem Turm anders zu spielen. Weiß nicht, ob das unbedingt einfacher ist, gegen den Springer oder gegen den Läufer zu spielen. Ist beides unangenehm für den Turm. Also da ist, glaube ich, eher der Turm die Verteidigerseite, die wir uns ein bisschen genauer anschauen sollten. Aber gut, kommt doch auf die Stellung an. Kann auch sein natürlich, dass es mit dem Turm einfacher ist zu spielen. Ich finde das allerdings in der Regel immer ein bisschen unangenehmer, solche Stellungen mit dem Turm zu spielen. Habe ich durchaus auch mal Probleme mit. Und ja, das werden wir uns auch in diesem Kurs hier anschauen, also die nächsten zwei Themen. Also Läufer und zwei Bauern gegen Turm oder ein Bauer gegen Turm, kommt eben drauf an. Aber auf jeden Fall ein Bauern dabei, weil sonst ja, ist die Stellung in der Regel besser für den Turm. Und dasselbe dann noch mit dem Springer. Und im Ungleichgewicht 4 geht es darum, dass wir uns zwei Figuren gegen den Turm anschauen. In der Regel auch noch einen Bauern dazu, wenn es geht, aber auch das ist sogar gar nicht so einfach, selbst der reine Turm gegen zwei Leichtfiguren muss man auch wissen, wie man spielt. Einerseits natürlich mit dem Turm, andererseits mit den Leichtfiguren. Da gibt es auch durchaus ein paar Regeln, die man, denke ich, an die Hand geben kann. Also das werden wir uns auch genauer anschauen und da werde ich euch ein bisschen helfen und erklären, wie man damit umgeht, wenn man solche Stellungen bekommt. Und ja, auch ein sehr, sehr interessantes Thema ist natürlich Bauern gegen eine Figur. Da habe ich auch durchaus mal Probleme dabei, weil Bauern, wenn die erstmal laufen und verbunden sind gegen eine Leichtfigur, das ist echt nicht einfach, die aufzuhalten, auch wenn es drei Bauern sind. Es müssen nicht mal vier sein, es können auch drei Bauern sein. Ist von den Punkten her auch gleichwertig, 3 gegen 3. Vier Bauern weist sogar im Vorteil ein Punkt. Auch hier werden wir uns anschauen, natürlich mit Weiß, als auch mit Schwarz, also beziehungsweise mit dem Läufer oder mit den Bauern. Die Farbe kann ja anders sein. Wie man das zu spielen hat. Und als guten Schluss gibt es noch Dame gegen Turm und Läufer. Den Bauern habe ich da noch hingestellt, weil eventuell noch mit Bauern kommt immer drauf an. Reine Dame gegen Turm und Läufer ist die Dame natürlich in der Regel ein bisschen besser, aber selbst solche Stellungen sind sehr ausgeglichen und nicht unbedingt einfach mit der Dame zu spielen. Aber natürlich auch nicht mit Turm und Dame. Regeln gibt es dann natürlich in den weiterfolgenden Videos zu den einzelnen Themen und die Erklärung. Aber auch hier solltet ihr am Ende verstanden haben, was zu beachten ist, wie man die Stellung spielt. Zumindest in der Regel. Das sind die 6 Themen, die magischen 6, die wir hier besprechen, die 6 Ungleichgewichte. Es gibt sicherlich noch mehr, aber ich denke mal, das sind die interessantesten und die häufigsten, die vorkommen. Und darum beschränke ich mich auf diese hier. Und ich denke, das sind die wichtigsten, die man auf jeden Fall alle schon mal gesehen haben muss, wahrscheinlich sogar schon alle mal auf dem Brett hatte und vielleicht nicht ganz wusste, wie man damit umzugehen hat. Und genau das werden wir uns jetzt in dem Kurs anschauen. Ich wünsche euch damit dann viel Spaß bei den weiteren Videos und sag's mal ciao. Tschüss zusammen.